1. März 1964, Sonntag. Während der Heiligen Messe ließ der Herr mich über seine im vergangenen Jahr gegebenen Worte nachsinnen. In der großen Stille, die meine Seele erfüllte, sprach der Herr Jesus in gütigen und ergreifenden Worten: Dieser eurer verantwortungsvollen Arbeit gebe ich meinen besonderen Segen. Lass durch deinen Seelenführer meine Bitte dem Heiligen Vater zukommen, durch den ich meinen mit großen Gnaden verbundenen Segen erteilen lassen will. Diesen Segen gebe ich jenen Eltern, die, meinen göttlichen Willen annehmend, in meinem schöpferischen Tun mitwirken. Dieser Segen ist einzigartig und nur auf Eltern übertragbar. Bei der Geburt eines jeden Kindes übergieße ich diese Familien mit außerordentlichen Gnaden. Während des Schreibens bat mich der Herr Jesus dies, wie auch die anderen wichtigen Mitteilungen, mit roter Farbe zu schreiben. Da der Herr Jesus nun dies sagte, waren in meiner Seele keine bedrängenden Zweifel mehr, vielmehr war sie von Ausströmen außergewöhnlicher Gnaden ergriffen. Mein Jesus, wie unaussprechlich groß ist doch deine Güte und dein Erbarmen. Währenddessen überströmte er meine Seele als Mutter mit diesen Gnaden, die er von nun an den Müttern schenken will, die ihre Kinder nach seinem Willen und Gefallen erziehen. Was er in diesem Zusammenhang mir noch sagte, habe ich zwar verstanden, vermag es aber nicht niederzuschreiben. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit.